ganze Schweiz möchte eine ökologische Landwirtschaft. Und was ist dann eine ökologische Landwirtschaft, wenn man Pestizide braucht? Die Pestizidproblematik, die ist nicht neu. An der kämpfen wir schon seit Jahrzehnten. Man soll sich doch mal vor Augen führen, was es heißt, wenn man grünes Licht gibt, auf alle Flächen flächendeckend Gift auszubringen. Wir verseuchen uns den Boden, wir kontaminieren das Trinkwasser, wir haben eine Vertriftung dieser Pestizide kilometerweise. Wir haben diese Stoffe diffus in der Umwelt verteilt, weitestgehend irreversibel, wir kriegen die nicht mehr einfach so raus. Das Problem ist, dass wir in der Landwirtschaft, in all dem, was konventionell heißt, auf Gedeih und Verderb angewiesen sind auf diese Stoffe. Wir sind sozusagen abhängig geworden wie der Junkie von der Nadel. Man hat Szenarien, man hat Resultate, man hat Ergebnisse. Man sieht, dass Insekten sterben weltweit. Man sieht, dass Bienen sterben seit Jahrzehnten. Die Wissenschaft schreit eigentlich, aber es passiert nichts. Aus meiner Sicht ist es jetzt höchste Zeit, dass gehandelt wird. Die Zeit der kleinen Schritte ist vorbei. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel, einen Bewusstseinswandel auf jeder Ebene. Wir müssen nur irgendwo anfangen. Der Planet brennt. Die Landwirtschaft der Zukunft braucht Investitionen. Alle müssen da um den Tisch sitzen und Lösungen finden. Nicht Ausreden, warum es nicht geht, sondern Lösungen, wie man es machen sollte. Wenn wir jetzt aufhören, dann hat es eine Wirkung vielleicht erst in 20, 30 Jahren. Aber wir müssen jetzt aufhören. Wir können nicht warten. Man denkt immer nur für sich. Das Loslösen von Eigennütz, ja, das ist das A und O. Am Anfang war sehr viel Skepsis natürlich. Geht das Ackerbau und Bio ohne Pflanzenschutzmittel? Wir waren da sehr im Zweifel und haben dann aber den Schritt gewagt und umgestellt. Das Einzige, was ich sagen kann, unter dem Strich, es funktioniert auch ohne diese Pestizide. Alle wissen, dass der Glaube ans gute Gift ausläuft, dass die Bauern bessere Lösungen wollen. Und wenn die Chemie, die Pflanzenschutzmittel-Experten, keine intelligenten Lösungen bringen, sind sie out aus dem Markt. Punkt. Also ich glaube, die Großen, die Multis, die erkennen, dass da etwas sich in Veränderung befindet. Aber solange man ein funktionierendes Geschäftsmodell noch etwas am Laufen halten kann, wird das auch versucht. Wir werden nicht drum herumkommen, dass die Menschen nicht mehr der Vermehrung des Geldes dienen, sondern dass das Kapital sich in den Dienst der menschlichen und planetaren Entwicklung stellt. Denn dafür ist es da.